Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Ranger, gefallen an mir! Und es geht schon wieder direkt weiter mit dem nächsten Tag, ohne eine Nachricht zu haben, ja, am nächsten Tag. Wir haben gerade eine Nachricht von der Menschenvereinigung erhalten! Professor Hastings ist von seiner Reise zurück und auf dem Weg hierher! Oh, da werden wir erfahren, warum, wozu die roten Maschinen da sind, die wir schon so oft gefunden haben hier. Er kommt, um die sonderbare Maschine zu untersuchen. Ich möchte, dass du in einen Prise Force gehst und dafür sorgst, dass der Professor nicht verloren geht. Ich muss das machen? Okay. Und wie geht's uns und Olli? Ja, da sagt noch immer nichts. Was glaubst du, was Olli im Prise Force vorhatte? Nichts Gutes anscheinend. Wenn er nichts zu sagen hat noch immer. Der Chef hat mir befohlen, die Hände von der Maschine zu lassen, bis Professor Hastings sie gesehen hat. Aber ich hasse dieses Wort. Ich suche mich in den Finger, sie zu zerlegen. Du, es wurden im Wald so viele gefunden, da kannst du sicher schon ein paar zerlegen worden. Aber, hey, wir haben im Quartier nur eine Maschine. Ich weiß nicht, wer's Vorstellung von einem, Streich diese unsinnige Barriere auf dem Panoramafels war, aber nur was auch immer zu erreichen versuchte, es war ein hoffnungslos zerbrechliches Konstrukt, hey. Ein Hieb hier, ein Tritt dort und sie fiel zusammen wie aus Zahnstochen gefertigt. Über was redet der? Mehr als kleine Trimm-Dich-Übung war das nicht für mich, aber diese Vollara wollte mich unbedingt auf ihren Steuerabdach-Biesen fliegen. Aha. Und das obwohl sie genau wusste, wie ich schon das Gedanken an Fliegen hasse. Will mich wohl ärgern, was? Oder ist der Witz genau auf ihre Kosten? Warum ist das besser für die Gesundheit, nicht von irgendwas getragen werden? Stimmt. Mein ungeduldiges Wesen bewirkt natürlich, dass ich mehr jogge, als zu gehen. Und wer bist du? Ein Ranger, nicht wahr? Sieht man Anzug und so. Belauschst du all älteren Herren wie mich gewohnheitsmäßig? Ich bin nur zufällig hier. Oh, halt, ich erinnere mich an dich. Du warst bei einem Eintagespraktikum da. Demnächst hast du die Ranger-Schule beendet und bist nun ein Ranger geworden, ne? Ich bin Professor Hastings von der Ranger-Vereinigung. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und jetzt kommen wir joggen zur Ranger-Basis. Jo. Machen wir mal direkt. Ja, sowas von joggen ist das auch wieder nicht. Der geht ja ganz chillig dahin. Eieiei. Egal. Das ist also eure kuriose Maschine. Moment mal. So etwas habe ich irgendwo schon mal kurz gesehen und es ist noch nicht so lange her. Ja, stimmt. Ich weiß genau. Ich weiß es wieder. Ich habe so ein Ding auf dem Weg hierher gesehen, in Havelbrück. Ja, in Havelbrück habe ich ein paar Männer solche Maschinen herumgetragen. Ich erinnere mich, dass sie mit einem ziemlich zu kämpfen hatten, war wohl sehr schwer. Ich hatte sie für Briefkästen gehalten, aber nun scheint es, ich habe mich geirrt. Ein etwas merkwürdiger Briefkasten, findest du nicht? Wir müssen sofort jemanden in Havelbrück eine Untersuchung erletzen lassen. Da habt ihr es, Leute. Das ist eine Notfallmission. Notfall! Luna und Harry, ihr zieht los und untersucht die Kurosmaschinen in Havelbrück. Auf nach Havelbrück geht's somit. Yeah! Auf nach Havelbrück! Havelbrück liegt direkt auf der anderen Seite des Prisenforsts. Gleich nach dem Betreten der Stadt findet ihr eine Einrichtung namens Ranger-Station. Dort solltet ihr eure Funcoms aufladen. Meiner ist aber schon voll. Kuriose Maschinen sind in dieser wunderschönen Hafenstadt nicht willkommen. Daher werdet ihr beide etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Jo, werden wir machen, Chef. Aber interessant, dass der Chef selber hier irgendwie nur Befehle gibt. Aber hey, er ist der Boss. Dagegen kann man nichts machen. So, auf nach Havelbrück, Leute. Das ist ein Ort, den ich gern habe in diesem Spiel. Es gibt ein paar Orte, die mag ich. Es gibt ein paar, da sage ich, ja, nein, danke. Aber davon gibt es nicht allzu viele. Das Spiel ist einfach nur nice. So, weiter jetzt aber. Weiter, auf nach Havelbrück. Das ist weit im Norden. Weiter im Norden, weiter im Norden, weiter im Norden. Und ich finde die Musik hier wieder mal ganz schön nice. So. Ich glaube, jetzt bin ich fast schon da. Ja. Fast, aber nur. Hier haben wir wieder mal ein Hasbüro, ein Shinox und Trivi. Schauen wir nur, ob hier kurz was Neues ist an Pokémon. Es scheint nicht so. Gut, kann ich weitergehen? Kann ich weitergehen? Klappt die Klappe. Oh, ein Beboar. Das habe ich doch nicht. Ein Beboar. Was denn du denn hier? Und das ist richtig schnell. Aua, Giftschaden. Greift nebenbei mit Giftstacheln an und ist. Wow, ist das schnell. Aua. Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, der aufladen in Havelbrück. Ah! Alter, das ist schnell, Leute. Schneller als man denkt. Eventuell muss ich meine Pokémon-Stärke jetzt aber. Boah! Passt schon! Brrr. Meine Güte.
Käfer, bockigstärke Käfer, Fähigkeit zertrümmern 2. Es feuert aus dem Hochgeschwindigkeitsflug heraus giftige Nadeln ab. Auch genannt Giftnadeln. Was für ein schlechter Fang, aber egal. So, und habe ich schon Mobile? Löschen 1. Okay, Schillock. Warte mal kurz. Bring mir das Mobile heraus. Ich brauche seinen Pokémon-Eintrag. Ich werde wieder mal knallhart hier. Das Ziel war ein Mobile. Oh mein Gott. Das war ein Mobile. Oh mein Gott. So, Mobile, her mit dir. Yep. Los geht's. Ja, Mobile macht nicht wirklich viel. Das hat man in ein paar Umdrehungen fertig. Gestein, Pokéstärke Gestein geht, Tackle 1. Es wirft mit Stein, um anzugreifen. Hat man noch nicht gesehen. Schneller fangen, rasend schneller fangen. Fang einen Zug, hast du nicht gesehen. 15 Fang für ein kleines Mobile. Warum nicht? So, Mobile. Ja, solange ich kein viertes Pokémon habe, brauche ich es ja nicht freilassen. Also ein fünftes in diesem Fall. Oder? Ja. Mit Pachirisu sind das vier. Und dann wäre es ein fünftes. Aber ich will jetzt hier noch ein Schillock mit haben, falls ich mal eins brauche. Und nicht wundern, wenn meine Pokémon so blau leuchten. Das ist nämlich, wenn man da mal sie mal ein bisschen angeckt, dann leuchten alle blau. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist so. So. Ich brauche ein Reserve-Schillock immer dabei. So schnell kann es gehen. Ich glaube, ich komme langsam wieder in Fahrt hier. Fangen! Fange einen Zug und hast noch nicht gesehen. Rang S. Ist mir sowas egal. So, der Mobile Tackle 1 hat und man eher nicht braucht. Weg damit. Ich habe Checker rein für Tackle. Das hat Tackle 2. So, danke sehr, dass du auch geholfen hast. Mobile! So. Jetzt aber hier weiter. Bam, bam. Ach, der Weg ist doch ein bisschen länger und. Hey, Haspiro, ich brauch dich nicht. Da werde ich jetzt sogar mal flüchten. Knallhart. Tschüss! Mal knallhart flüchten. Habe ich auch noch nicht gemacht. Aber dann blinkt man für eine kurze Zeit, ist sowieso ein bisschen unverwundbar. Und dann geht's weiter. Also, nicht wirklich zu gebrauchen, dieses Weglaufen. Hier wieder ein Winter, ein Wunderer, habe ich schon als Eintrag. Und hey, hi! Da sind wir schon, oder wie? Wow, coole Aussicht. Sieh nur, ist die Aussicht nicht fantastisch? Yep. Dieser Ort wird Panoramafels genannt. Ich liebe es, hier hinunter zu schreien. Rede, Olli! Das hat gut getan. Dame vom Panoramafels. Komischer Mann. Seht ihr die Baustelle da drüben? Dort ziehen sie einen Turm hoch. Da ganz hinten. Es heißt, er soll ein Symbol für den Frieden in Almia werden. Es gibt sogar einen Wettbewerb und den Namen wie klingt Echoturm für euch. Naja. Eher wie Friedensturm. Hallo ihr, macht mal Pause vom Wandern und genießt die spektakuläre Aussicht. Was macht der Wagen hier? Keine Ahnung, man kann ihn nicht mal andrücken, ne? Geht auch nicht. Interessant ist der Wagen. Aber hey, dass man von hier Havebrück sieht, ist eine geile Sache. Also, haben sie schon was gedacht hier bei diesem Spiel? So, und da unten brauche ich, glaube ich, zerschneiden 3, oder? Jo, zerschneiden 3 für den abgestützten Baum da unten. Wenn man kaum sieht. Aber da ich zerschneiden 3 noch nicht haben kann, muss ich weitergehen. Ich kann es nicht mal haben, Leute. Egal was ich mache, ich kann es noch nicht haben. Noch nicht. Muss ich noch warten. Dann schaue ich mal, was hier los ist, weil hier schon mal ein Weg hier ist. Ein Scheinungserwähltes. Und. Hey! Es gibt immer ein seltenes Pokémon in dieser Höhle hier. Ein seltenes? Schauen wir mal rein. Ein seltenes. Naja, Charmian ist nicht so selten. Okay, ich habe jetzt nur zweimal gesehen, wollte ich nochmal schauen? Ja, okay, es ist immer Charmian. Falls man mal Charmian braucht, kann es ja schneiden, aber sonst. Nicht zu gebrauchen, wirklich. So, weiter geht's. Weiter auf nach Hafenbrück. Und dass hier unterwegs nichts passiert, ist auch interessant. Alles so ruhig, die Ruhe voll stimmt, könnte man so mit sagen. Beim Link, ich habe schon. Weitergehen. Dum, 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 dum. Da hören wir jetzt mal ein bisschen mehr die Musik raus. Und hey, jetzt haben wir hier. Bidifas, Wasser, normal Pokémon. Da nehme ich sogar meinen Pachirisu. Pachirisu! Pachirisu! Pachi, Pachi! Pachi, Pachi!
Hatschi-Futschi! Hatschi-Riso! Und BAM! Und was braucht das wieder mal? Freundschaft! Wuhu! Und nochmal. Ah, ging's gleich mehr aus, aber egal. Aber wie viel das wieder mal. An Freundschaft braucht es auch nicht mal. Meine Güte. Aber egal, Eintrag ist Eintrag. Fähigkeit löschen 2. Ah, okay. Da habe ich ja schon meinen Shiluk mit. Danke. Was ich mal löschen 2 brauche. Eigentlich ist es ein Normalwasser-Pokémon, aber in diesem Fall ist es hier Wasser-Wasser. Pokestecke Wasser und Typ Wasser, ich sehe. Haufenbrücke ist nicht weit entfernt. Es liegt ein kurzen Marsch nördlich nach oben von hier. Jo. Hier fängt schon die Straße an. Ich höre was. Klingt nach Maschinen. Wie schon mal hört. Hörst du auch etwas Komisches? Nur ganz schwach, aber ich kann es hören. Ist es der seltsame Lärm, den ihr in der Ozeanhöhle gehört habt? Wenn ja, werden die Pokémon in Not sein. Jo, ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Oh mein Gott, hier fängt schon wieder mal an. Ein Haufen Elekid, Vulcano und ein rotes Gerät. Ach meine Güte. Radfratz, wieder Vulcano und hast du dich gesehen. Hey Ranger! Genau, die Leute, die ich sehen wollte. Meine Güte, zum Glück sind der Audi! Der Name ist Stegner. Ich bin Stegner, ne? Ich bin für die Zugbrücke im Norden, da oben, der Stadt zuständig. Aber das ist gerade egal. Was es mir geht, ist folgendes. Was ist mit dem Pokémon in der Gegend los? Nur so zwischen euch und mir, ich habe etwas euch Merkwürdiges gesehen. Was dann? So ein paar zwielichte Typen haben diese riesigen Briefkästen in der Stadt verteilt, aufgestellt. Direkt danach sind die Pokémon in der Stadt alle so komisch geworden. Da geht irgendwas übel vor sich, sage ich euch. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Sage ich auch so. Na dann, Mission, kuriose Maschinen zerstören. Oh, aber vorher noch etwas Wichtiges. Wenn deine Funkom-Energie niedrig ist, lass sie in der Ranger-Station wieder aufladen. Das Gebäude dort ist die Ranger-Station. Direkt hier, am Eingang. Geile Sache. Da kann man auch den meisten Spiel speichern. Die dortige Technikerin wird deinen Funkom mit Freuden wieder aufladen. Einspeichert gibt es dort auch. Das willst du dir noch nicht entgehen lassen. Ja, dann brauche ich nicht ganz wirklich normal hier gehen. So die Dinge gerade stehen, ist die Brücke meine geringste Sorge. Wie kann ich hier von Nutzen sein? Oh, Hilfe! Ja, schrei nur noch herum. Ich werde mich gleich darum kümmern als Pokémon Ranger. Zuerst mal Funkom komplett aufladen. Danke sehr, die Dame. Und speichern. Aber diese Ranger-Zwischenstation, könnte man sagen, ist ziemlich klein. Speicher, Technikerin, das war's. Der Techniker muss auch nicht mehr langweilig sein, wenn sie hier keinen zum Reden hat. Immer so wie die Schwester 2 spielen. Ja, ich lass mal Funkom aufladen. Funkom aufladen. Oh, langweiliges Leben. So. So, auf geht's, Leute. Altrupark, Hafenbrück, Hafen. Hafenbrück, der Hafen Nummer 1 in ganz Almia. Oh, okay. Der Hafen Nummer 1. Dann schauen wir mal, was diese Maschinen brauchen für die Fähigkeit. Löschen 2. Oh, Sherlock. Du bist dran. Da muss ich sogar Pitifers holen gehen. Das Gerät wurde gelöscht. Danke, Sherlock. Bis bald. So, das war's. War noch lange nicht. Nein, nein. Die Pokémon wirken immer noch wie unter Hypnose. Wie viel von diesem gibt es bloß? Oh. Wenn das sind die zwei Typen. Auf jeden Fall mit einer crazy Musik. Oh, endlich geschafft! Alle Kongiga-Einheiten sind in Position! Kongiga? Warum sind diese Kongiga-Maschinen immer so elendig schwer? Vier Leute braucht es, um eine zu bewegen! Bei einem Wurf wird nie an die Jungs gedacht, ey! Diese Dinge später schleppen müssen, ey! Okay. Was doch immer abgeht, ich muss mich erstmal um diese Geräte kümmern. Was die zwei Typen da immer geschwafelt haben, es klingt böse. So, jetzt brauche ich mal wieder ein Bidifas zum Löschen. Beziehungsweise zum Zerstören dieser Maschine. Komm her, Freundchen. Ich glaube, ich muss ein paar Mal holen. Es gibt nämlich ein paar davon. So. Und. Ah! Akku-Knarre. Mit Rückständen. Ugh. Ich will gar nicht wissen, wie er das ausspuckt. So. Bei Pitifas, normal Wasser. Ich sehe es kaum einen benutzen. Ich kann es auch verstehen irgendwie. Aber ich glaube, wenn man damit umgehen kann, kann das auch ziemlich böse werden. Es hängt immer halt vom Trainer ab.
Da meine Fangel jetzt ein bisschen länger ist, habe ich hier fast kein Problem. Wow. Wir sehen, ich lasse hier fast nicht mehr los. Komm schon. Mann. Ich kann nur immer ein PD was hier holen, also muss ich wieder freilassen, wiederholen, freilassen, holen, meine Güte. Und ich bekomme dafür Erfahrungspunkte. Ordentlich welche. Gefällt mir. So, wieder zurück. Und die nächste Maschine muss zerstört werden. Muss Maschinen zerstören. Nebenbei, die regenerieren sich nicht nebenbei, falls sie wieder rausgeht und wieder reingeht. Also, was zum Teufel? Achso, der Busch ist im Weg. Mann! Also musst du ja nicht dauernd, zwei, drei Wasser-Pokémon holen. Nein, nein, es reicht immer eins, eins und eins. Geht auch. Dauert noch etwas länger, aber egal. So, das nächste wurde zerstört. Danke, Pidifas. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind alle kaputt. Aber wir waren diese zwielichten Typen. Egal. Fertig. Hut ab, Ranger! Jetzt werde ich mich um die zwielichtigen Gestalten kümmern. Ich habe ja die Nordbrücke, von der sich im Norden, da oben von hier befindet, hochgelassen. In diese Richtung wird keiner entkommen, da könnt ihr euch drauf lassen, ey. Yo, ich würde sagen, die Dinge hier werden langsam richtig spannend, wie? Ich verspreche euch was. Ich schnappe sie mir und werde sie euch schon schön handlich verschnüren. Betrachtet das als mein Geschenk an euch. Überanstrengend dich nicht, Freundchen. Dieser Stegner. Er meint es ja gut, aber ich weiß nicht. Tja, wenn ich schon mal da bin, fange ich die Pokémon, die neu hier sind. Zum Beispiel dieses Rabauz. Rabauz, ein Kampf-Pokémon. Und mit der Pokestärke Kampf kann man damit schon einiges anfangen. Auch wenn es als Fähigkeit nicht so gebraucht wird. Pokestärke einmalig. Yeah, her mit dir. Pokestärke Kampf. Gruppe Kampf, Fähigkeitszentrum 1. Wirkt sich schnell hin und her und teilt Schläge aus, um anzugreifen. Was man wirklich nur gebrauchen kann, ist die Pokestärke von den Kampf-Pokémon. Von den meisten. Es gibt ein paar, die sind wirklich cool. Auch mit der Fähigkeit, und einen Blaudergei. Ich finde immer wieder interessant, wie auf Turnieren Blaudergei verboten ist. Wegen seiner Fähigkeit, wegen seinem Ruf. Obwohl hier Kampf-Pokémon-Attacke nicht effektiv sind. Ja, machen wir mal. Habe ich hier eine schöne rote Linie. Die wirklich schön ist, ne? Hat was von der Absperrung. So, jetzt komm mal her, Blaudergei. Mann, hartnäckig. Hartnäckig! Patschi Riesel! Patschi Patschi! Ah! Komm schon, ich treff dich! Hinter treff dich! Ah! Jetzt ah! Ah, ich hab dich! Hartnäckig ist Blaudergei. Hartnäckig ohne Ende. Flug! Pokestärke Flug! Fähigkeit. Fähigkeit zerschneiden 1. Naja, Pokestärke Flug, die mag ich nicht. Ist es einfach so. So, ich bin noch lange nicht fertig. Es gibt hier noch ein paar Pokémon zu fangen. Oh ja, zum Beispiel ist es Radfratz! 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 Alles als Einträge! Verbuchen bitte! Juhu! Aua! Das war, ich glaube, Superzahn oder sowas. Das haut schon ein bisschen an. Oder es war Biss, eins von beiden. Gruppe normal, Pokestärke normal, Fähigkeit Tackle 1. Schneller Fang. Naja, so schnell war es auch wieder nicht. So. Blaudergei lasse ich dafür weit, das brauche ich nicht. Die Fähigkeit normal kann man gebrauchen, da sie die Fanglinie verdoppelt und auch zum Fangen kürzer braucht. Und hier haben wir ein Vulcano. Vulcano. Yeah. Feuer-Pokémon, warte mal. Radfratz, du bist dran. Und dann, juhu, meine Güte, ist das eine lange Fanglinie. Njong, 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 njong. Wow, das geht richtig fix, ey. Ja, langsam geht's ja wieder. Vulcano wurde registriert, Fähigkeit Brand 2. Da kann man was damit anzünden. Aufpassen, Leute, aufpassen, bloß nicht anzünden. Bloß nicht, ansonsten müsst ihr wieder im Wald pantaschen. Hier haben wir ein Magnetilo. Also es gibt wirklich wieder schnell viele neue Pokémon hier. Finde ich geile Sache. Und, da kann eine Elektroattacke, aber welche weiß ich jetzt auch nicht, welche das war. Es könnte, wie heißt das, Ladungsstoß sein? Ja, eventuell. Und das ist, keine Ahnung, Donnerwelle? Naja, ein paar Attacken sind wirklich komisch. Stahl-Elektro-Pokémon.
ohne Schwebeleiter. Gruppe Elektro, Bockstärke aufladen. Oh, das kann man Funkum aufladen. Coole Sache. Mit Aufladen 2. Dann mach mal. Magnetilo, lad auf. Ladet sehr viel auf die Aufladen 2. Am meisten aufladen tut Aufladen 3. Das ist erst sehr spät im Spiel geht, was ich schade finde. Aber es ist passend. So, dale. War es das alles hier? Es sieht danach aus. Gut. Dann schauen wir mal, wo diese zwielichten Typen hin sind. Die sind irgendwo über die Brücke gegangen. Und hey, hier ist, ich höre wieder was. Wir sind auch wieder diese Maschinen. Die Pokémon verwirren. Oh, diesmal in grün. Oh, ein rot ist mit grün. Warte mal, was ist das denn? Diese Maschine hat eine andere Farbe. Ist es ein anderer Typ? Einfach anklicken, wir sehen's. Kuriosmaschine Typ Grün. Fähig. Benötigt die Fähigkeit Brand 2. Gut, dass ich Vulkano mit habe. Vulkano. Zünd das Ding mal an hier. Und Brutzli-Wutzel. Kabum. Das gibt es hier auch schon in Grün. Meine Güte. Was? Das war's noch nicht? Oh. Das ist nicht so gut. Wie gibt's das denn noch, damit ich mal sehe? Einen habe ich gesehen. Ist das sonst eine? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, ein Voltoball. Voltoball ist krass, Leute. Wenn ihr das fangen wollt, das setzt an Down Explosion ein. Okay, es gibt noch eine kuriose Maschine in Farbe Grün. Dafür brauche ich ein weiteres Vulkano. Und ich kann nur eins haben derzeit, weil es nur eins hier gibt. Arrgh! Egal. Her mit dir, Vulkano. Wo bist du denn? Ich brauch dich. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Vor allem finde ich die Musik hier irgendwie passend. Zu dieser Mission. Hat was. So, her mit dem Vulkano. Vulkano! Los geht's und. Glutattacke, glaube ich, ist das. Flammenwurf wäre länger. Das ist nur Glut. Oh, das war Tackle oder sowas. Naja, ein paar Attacken kenne ich hier. Einfach mal so aus dem Stehgreif. Oder einfach nur Glut geraten. Such das mal raus. Und. Aua! Das war eine normale Attacke. Keine Feuerattacke, eine normale Attacke. Her mit dir, Vulkano. Dann wollen wir mal diese Maschine anzünden. Huhahaha. Anzünden die Maschinen. Dam, bam, bam, bam. Ich glaube, den nächsten Mal, welchen Weg die abgehe, schneide ich, weil es immer nur hin und her gelaufen ist zurzeit. Aber so funktioniert das halt normal. Bisschen nervt am Anfang, damit das Spiel ja schon gestreckt wird. Haha. Ja. Kann man so oder so sehen. Aber es bleibt ein geiles Spiel. So. Wo ist das zweite nochmal? Ah ja, hier. Vulkano, tu dein Ding. Und mach das weg. Bam, Glutattacke und Maschine ist zerstört. Noch eine hier? Ich höre noch was. Ah, nein, das war's. Okay. Voltball, Blaulacke, weg. So. Schöne Runde hier bis jetzt. Alles wieder normal. Jo. Und hey, zwei Typen. Wir haben zwei Ranger gefunden und das Signal von zwei Kong-Giga-Einheiten verloren. Ach man, das musste ja wieder passieren, hey. Ihr zerstört unsere Kong-Giga-Einheiten. Wir müssen den Anführer Bescheid geben. Ach, das sind Kong-Gigas, diese Maschinen und was? Kong-Giga? Ich bin sicher, die haben Kong-Giga gesagt. Ist das der Name mit dieser kuriosen Maschine? Was haben diese Heimlich-Tour vor? Los, Kampf, wir folgen ihnen! Ja, Leute, was die vorhaben, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dann und ciao, meine Güte, Spannung pur hier.